So Leute, welche Gruppe der Hauptelemente fehlt uns noch? Bingo! Die letzte bzw. die achte Hauptgruppe des Periodensystems. Welche Elemente gehören dazu? Wie kommt man überhaupt an sie ran? Und was für besondere Eigenschaften haben diese Elemente? Das zeigen wir euch jetzt. Okay, bestimmt haben sich da schon einige von euch gefragt, warum nennt man die achte Hauptgruppe eigentlich die Edelgase? Also ich sehe da nichts, was funkelt und annähernd edel aussieht. Stimmt, denn das Wort edel kommt nicht davon, weil irgendetwas sauteuer oder wertvoll ist, sondern es bedeutet, dass es nicht so gern mit anderen Stoffen reagiert. Ein weiterer Hinweis vom Namen finden wir in dem Wort Gas. Also, alle Elemente dieser Gruppe sind unter Normalbedingungen gasförmig. Aber was gehört jetzt eigentlich alles dazu? Wenn wir ins Periodensystem schauen, dann steht die achte Gruppe ganz rechts außen, neben den Halogenen. Es gehören dazu Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon und sogar das Ununoctium. Richtig krasser Name, wat? Schauen wir uns als nächstes mal die Elektronenkonfiguration an. Wir haben ja schon in einigen Videos von der Oktettregel gesprochen. Alle Elemente dieser Gruppe erfüllen genau diese Regel. Sie besitzen die Konfiguration S2P6. Zählt man da die Elektronen zusammen, dann kommt man auf genau 8 Außenelektronen. Perfekt! Doch was ist mit dem Helium? Der hat ja eigentlich die Konfiguration S2 und erfüllt ja nicht mal ansatzweise die Regel. Trotzdem ist es ein sehr stabiles Atom, denn sein S-Orbital ist voll besetzt. Deshalb ist es wie die anderen Edelgase reaktionsträge. Heißt aber nicht, dass es gar keine Verbindungen mit den Edelgasen gibt. Man hat es heutzutage geschafft, solche extremen Bedingungen zu schaffen, unter denen selbst die stabilen Gase mit anderen Stoffen reagieren. Wo kommen denn überhaupt unsere coolen Gase vor? Naja, eigentlich schwirren sie gerade um euch rum. Yep, genau, die meisten Edelgase kommen in unserer Erdatmosphäre vor. Daraus folgt auch, dass die Gase ungefährlich sind. Außer Radon und Ununoctium, die sind radioaktiv. Helium ist ja der coole Stoff, bei dem sich unsere Stimme so lustig verändert. Aber um an Stoffe wie zum Beispiel Radon oder Ununoctium ranzukommen, muss man einiges tun. Beide kommen nicht so einfach in der Natur vor. Vor allem Ununoctium muss erst synthetisch hergestellt werden. Radon hingegen ist ein radioaktives Zerfallsprodukt von Radium, der wiederum auch durch den Zerfall von Uran und Thorium entsteht. Verwendet werden die Edelgase vor allem als sogenannte Schutzgase. Überall, wo man eine Reaktion mit chemischen Substanzen wie zum Beispiel Sauerstoff vermeiden möchte, füllt man die Apparaturen mit Edelgasen. Ohne unser Xenon könnten wir auch zum Beispiel abends kein Champions League gucken oder Flugzeuge würden es gar nicht schaffen zu landen. Jupp, diese großen Flutleuchten werden nämlich alle mit Xenon betrieben. Krass, oder? Neben unseren 8 Hauptgruppen existieren noch unsere Nebengruppen. Was es mit denen auf sich hat, könnt ihr auch hier in unserem Video anschauen. Ansonsten war mir wie immer eine Ehre. Ciao und bis denne Antenne. Was? Bis dann.